Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongoons Jakob von Infracta und ich bin wieder in der Schicksalsklinge HD und mittlerweile bei Patch 1.34 war das, glaube ich, gestern Abend. Und ich weiß ja jetzt mittlerweile, dass ich da nicht neu starten muss. Ich war die ganze Zeit der Meinung, dass wenn ein Spiel gepatcht wird, oft die Safe Games eben einfach damit nicht mehr funktionieren, aber der Entwickler selbst, hier mal ein Dankeschön, dass er im Forum so aktiv ist und halt auch immer auch auf so Kleinigkeiten eingeht, wie wenn ein Let's Player halt so rumjammert, so ein bisschen gepatcht, kann nicht weiterspielen. Nein, also er hat mich da beruhigt, hat gemeint, ich kann weiterspielen. Klar, es gibt das ein oder andere Detail, das dann nicht mehr so funktionieren würde, aber ich hatte jetzt sowieso angefangen, nochmal neu angefangen nach dem letzten größeren Patch, dem 1.33. Und ja, weil ich eben dachte, der Safe Game geht nicht mehr. Und ihr habt jetzt nichts verpasst, ja. Ich habe nur das gemacht, was ich auch das letzte Mal in der Stadt erst gemacht habe, bloß halt ohne dass viele herumgelaufen und rumgepappelt. Ich habe meine Truppe ausgerüstet. Ich habe den Aufruf entgegengenommen, war bei der Rüstkammer. Ne, Zeughaus heißt ja, genau, beim Zeughaus, habe mich da noch ein bisschen ausgestattet. Habe diesmal allerdings, weil ich ja mir gesagt habe, ich starte erst quasi mit der Aufnahme wieder, wenn ich wieder in der Zwingfeste bin, im Dungeon, nehme ich mir vorher ein bisschen mehr Zeit in der Stadt, um quasi wirklich jede Taverne irgendwann mal zu besuchen, so ein bisschen auszuplündern, was eben Taschendieb und Glücksspiel etc. angeht, damit ich meine Leute besser ausrüsten kann im Zeughaus. Und daher sind die diesmal deutlich besser ausgestattet. Da haben sie jetzt aber nicht mehr viel Geld, weil ich ja dann wirklich wieder alles in der Stadt gelassen habe. Ich habe also nur die Wirtschaft in Schwung gebracht, ja. Also das gleiche Argument, mit dem eine gute Bank das begründet, ich rede jetzt lieber nicht weiter. wir alle erinnern uns an die Bankenkrise. So, und die genialen Begründungen, die dann immer genannt wurden. So, ich habe mir das diesmal also die Mühe gemacht, weil ich ja bei meinem ersten Versuch hier im Dungeon gemerkt habe, dass meine Gruppe, sagen wir mal, semi-erfolgreich war im Kampf. Und na gut, andererseits, die sind halt auch eben Stufe 1. Und, oder sind sie doch? Oder war ich gerade irgendwas? Nee, ist noch, genau, Stufe 1, genau. Und dementsprechend, denke ich mal, können die mehr Hilfe gebrauchen auch in der Ausrüstung. Und eigentlich hatte ich ja vorgehabt, die Aufnahmen erst wieder zu starten, wenn ich da hinten diese ersten Kämpfe schon alle hinter mich gebracht habe. Jetzt habe ich aber diesmal festgestellt, wie ich hier reingekommen bin. Das ist der Eingang, wo man, ja genau, beziehungsweise Ausgang. Bin ich nach rechts gegangen und habe festgestellt, dass da eine Geheimtür ist. Die habe ich beim ersten Mal gar nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die reingepatcht wurde oder ob mein Zwerg das letzte Mal versagt hat. Und jedenfalls habe ich beschlossen dann, weil das ja ein Detail ist, ja, dass ihr dann gar nicht so mitkriegen würdet, wenn ich mich erst nach vorne durchprügel, dann müsste ich extra zurückkommen. Und das war noch zu viel Arbeit. Dann habe ich gedacht, ich starte die Aufnahmen jetzt. Und dann kann ich euch... Ja, ich war jetzt noch nicht drin. Ja, den Geheimraum zeigen. Oder Kammer. Sehr gut. Eine Truhe. Das ist immer erfreulich. Da trete ich jetzt mal besser nicht drauf. Da hinten ist eh nix. Ja, gucken wir mal nach der Truhe. Ja. Hab ich extra einen... Ah, okay. Ach, dann hätte... Oh, nee. Ich hätte mir echt sparen können, eine Schaufel und ein Seil zu kaufen. Naja, man lernt eben nicht aus. Hier ist im Prinzip die ganze Ausrüstung, die man braucht, wenn man in den Dungeon reingeht, oder? Fackeln. Öl für die Öllampe. Stemmeisen. Naja, egal. Haben wir alles nett. Haben wir alles gekauft. Jetzt bin ich mal neugierig und trägt jetzt doch mal da drauf. Nichts passiert. Scheinbar doch nur eine Verzierung im Boden. Was gibt's denn Leckeres? Fisch. Wurzelfüß. Ganzes Wutzje. Käse. Ah ja. Das sind halt Torwaller, gell? So.
vom leckeren gemischten Salat und ein bisschen Obst haben die auch nichts gehört. Aller. Gehen wir. Achso, das war dieser Vorratsraum. Genau, mit Nahrungsmitteln und sowas. Brauchen wir alles nicht. Da ist der Altar. Fix. Nein, wir plündern den nicht. Mann. Ich plündere doch kein Schrein der Zwölfe. Aha, okay. Naja, dann gucken wir mal, wie wir diesmal schlagen. Irgendeiner hat schon mal voll ein paar abgekriegt. Moment. Ja, ich musste ins Fenstermodus gehen, die Grafikqualität runterstellen. Ich weiß nicht, ob beim letzten Patch, und hier steht jetzt noch 33, ah, ich dachte, dass gestern Abend wir 1,43, ist ja egal. Kampfgeschwindigkeit zweifach, ja, okay. Ja, wie ich durch die Stadt gelaufen bin, hatte ich so ein bisschen Probleme gehabt. Das liegt aber daran, dass mein System jetzt einfach schon ein bisschen älter ist und offensichtlich zu wenig RAM hat oder die Grafikkarte nicht genug Power. Und da musste ich mal ein bisschen mit Einschränkungen gehen. Also Vollbild und fantastisch, hat so ein bisschen geruckelt und geleckt. Und da habe ich gedacht, so ja gut, brauchen wir nicht. Okay, ich spiele eh persönlich viel lieber in Fenstermodus. Deshalb bin ich auch an der Stelle mal dankbar, dass das Spiel sowas überhaupt anbietet. Ganz viele Spiele haben ja sowas wie ein Fenstermodus gar nicht. Ich finde das unheimlich praktisch. So, jetzt aber mal kämpfen, nicht wieder rumreden. Genau, also ich habe meine... Warum sind die denn... Kampfhaltung ausgeglichen. Ist das jetzt irgendwie... ist das jetzt irgendwie neu? Ach, keine Ahnung. Ja, aber ich habe keine Bolzen zum Kaufen gesehen irgendwo. Also, Moment. Okay, also ich hatte in den Rüsthäusern der Stadt keine Bolzen gesehen. Ich hatte mich auch schon gewundert, dass man Pfeile in der Armbrust verschießen kann. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen angefressen, weil ich das eigentlich ganz cool fand, die Überlegung, dass meine Zwerge erstmal schön Armbrustfeuer geben können. Aber das kann ich ja jetzt offensichtlich vergessen. Wer ist denn dran, du Wink? Nein, ich will es nicht ausrüsten, ich will es rüberschieben. Ach, wie schade. Moment, aber den hatte ich doch. Das nächste Mal muss ich dran denken, dass ich... Achso, es gibt keine Wurfanimation oder was. Das sieht dann aus wie ein Pfeilschuss. Okay. So, du bist quasi mein Joker. Bei zwei Räubern brauche ich dich eigentlich noch nicht. Also erfolgreich war das jetzt nicht. Mit den zwei Wurfbeilen. Na gut, das war ja erst gar nicht schlecht, was Wurfwaffen angeht. Naja, ist halt nur Stufe 1.
Ja, wenn wir genug Zeugs erbeuten. Was ist denn los? Achso, Monty. Dann hole ich für die Zwerge noch Schilde und ich gucke dann nochmal nach Bolzen. Also, im Rüsthaus waren, so viel ich weiß, keine Bolzen. Ach, Rüsthaus, im Zeughaus. Na, ach, der ist tot. Okay. Weil der plötzlich an einer anderen Stelle lag als vorher. Achso, der kippt quasi von seiner, von seinem Feld quasi aufs andere Feld rüber. Oh ja, okay. Ja, an Pfeilen haben wir keinen Mangel, weil ich ja für die Zwerge dachte, ich bräuchte da Pfeile für die Armbrüste. Ja, wie gesagt, im Originalspiel waren das ja auch logischerweise Bolzen. Da war ich ja so verwirrt, weil ich keine gefunden habe. Okay. Wir haben gewonnen, wunderbar. Und wir haben Geld bekommen. Wir kriegen unsere Äxte zurück, unsere Schneidezähne, das ist natürlich cool, die Wurfäxte. Wir nehmen alles auf und das tragen wir runter in die Stadt. Und verkaufen das. Wieso bist du denn... Achso. Ja, der Monty kann ruhig mal was tragen. So. Dann verkaufen wir nicht die vielen Pfeile. Die brauchen wir dann gar nicht. Ja. Ah, ich habe jetzt andere Spiele gespielt, jetzt muss ich mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Es ist halt immer, ich verstehe schon, warum diese richtigen Let's Player immer quasi sagen, sie spielen jetzt ein Spiel, das knüppeln sie durch und nehmen dabei irgendwie 55 Folgen gleich auf und dann lassen sie die über Wochen hinweg weglaufen, Folge für Folge und machen nicht immer so wie ich im Moment halt, jeden Tag drei verschiedene Spiele, die dann immer eine Folge aufnehmen, die dann hochladen, am nächsten Tag wieder drei andere Spiele. Aber mir geht's ja auch im Moment. Also ich bin ja kein richtiger Let's Player, sondern mir geht's ja um was ganz anderes. Also zum einen eben die Mods vorstellen, die wir machen oder auch die Modifikationen von befreundeten Moddern oder anderen Moddern. Und nebenher baue ich eben dieses Games-Archiv und Fraktor auf. Und nehme da drin eben Spiele auf in dieses Archiv, stell die über die Videos vor. Und Spiele, die ich besonders cool eigentlich finde oder die mir besonders viel Spaß machen, die spiele ich jetzt auch quasi gleich als richtiges Let's Play. Und die anderen setze ich langfristig an, sodass ich die auch irgendwann weiterspielen kann als Let's Play. Wenn nicht sofort, dann vielleicht irgendwann später. Gut, es gibt auch Spiele, die ich vorstelle, die werde ich jetzt nicht weiterspielen. Also Populous 2 habe ich jetzt vorgestellt. Gibt ja Leute, die kennen das nicht mehr.
ist ja schon über 20 Jahre alt, das Spiel. Das haben wir damals ganz gern gespielt. Gut, ich habe ja auch im Video gesagt, ich nie wirklich. Ich war damals schon eher Civilization-Fan. Ich konnte mit Populus nicht viel anfangen. Aber es ist halt wirklich wichtig, weil Populus eben den kompletten Bereich begründet hat, dieser Göttersimulationsspiele, wo bis heute ja gestritten wird, gehört zu den Strategiespielen oder gehört zu den Wirtschaftssimulationen. Weil das ist aber eh immer so ein schwammiges Ding, Computerspiele irgendwie einzusortieren. Da gibt es immer wieder Spiele, die brechen das komplett auf, weil sie Genre mixen. Und jetzt verlabere ich mich hier gerade wieder. Ich wollte ja das Zeug verkaufen. Hat er überhaupt schon offen? Nee, natürlich nicht. Eine Stunde. Können wir eigentlich schon ein bisschen herumlaufen. Sinnlos im Torwall. Morgenstund auf dem Torwaller Markt. Ja, vielleicht haben die schon offen. Marktstände, haben die offen? Ah, sehr gut. Marktstände haben auch im Torwall schon früh offen. Sehr schön. Dann hauen wir mal den Krempel. Achso, stimmt, das war ja auch noch übrig. Ja, da können wir jetzt mal ganz viele von den Pfeilen verkaufen. Die haben einen Haufen Gewicht und wir brauchen sie offensichtlich gar nicht. Die leichten Armbrüste behalten wir mal. Ah, sehr gut. Gut zu wissen. Ja, komm, Moment, war da nicht irgendwo noch Bier? Ja, bevor sie es wieder behalten und sich besaufen. Ja, komm, ist egal. So, sind sie jetzt wieder leer? Moment, du kriegst deine Wurfäxte zurück. Weil ich eben nicht ganz verstanden habe, für was dieses untere Feld sein soll. Gibt es irgendwie gerüstete Hosen oder sowas? Ja, ist ja auch egal. So, jetzt gucken wir am Waffenstand nochmal. Weil das... Also irgendwo muss ja dann Bolzen zu kaufen geben. Das ist ja jetzt nicht wie früher mit der berühmten Schleuder in Teil 1. Wo wir das ganze Spiel durchforstet haben auf der Suche nach Munition für diese dämliche Schleuder. Also der hat's nicht. Aber warte mal, der hatte Schilde, gell? Aber ich habe kein Geld für Schilde. Ja, da keine Schilde. Dann hätte ich mir nicht noch ein paar Schilde gekauft. 3 Stück für meine Nahkämpfe. Ich hätte mir sogar 4 gekauft für den Bogenschützen, dann auch 1. Wobei, ja, tut mir leid, ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen belegt. Also die Kältung ist zumindest ins Großteil weg, aber... jetzt müsste aber eigentlich die Stunde... Wow! Es ist für mich halt immer dann Ungewöhnung, wenn ich... Ich habe vorhin Fallout 3 und davor... Dragon Age zockt, ist das immer so ein bisschen dann wieder Umstellung. Der hat immer noch zu. Was ist das für ein Waffenhändler? Mann. Morgenstund hat Stahl im Mund. Laufen halt noch ein bisschen sinnlos von links nach rechts. Ja, da. So, Krollo ist doch der Beste vor Ort. Der muss doch Bolzen dann haben. Warum ist Krollo ein Mensch? Also der hat bestimmt einen menschlichen angestellt. So. Ah, eine Ochsenherde. Cool. Der hat echt die besten Waffen. Hat der auch die schwere Armbrust dann? Nee. Hier sind die Wurfwaffen.
Doch, tatsächlich, nur im Zeughaus hatten sie keine. Ach, ihr Pappnasen. So. Ja, komm. Drei Langen der Bogenschütze, der kann ja im Zweifelsfall auch immer noch auf seinen Zaubern erstmal rumgehen. Ja, der war wirklich schöne Ausrüstung. Ja, okay. Naja, vielleicht 5% oder so. Also, das ist der andere ja vorne. Ach komm. Na, probier's. Ah, okay. Jetzt ist der natürlich direkt wieder überladen. Aber ich wollte ja den 15. Wie geht das nochmal, dass ich... Ach, wie kann ich denn das... Nein, ich will es teilen in zwei 15er Stacks eigentlich. Ja, ist egal, komm. Bevor ich mir hier einen abbrech. Aber Jungs, wir müssen ernsthaft an eurer Belastbarkeit arbeiten, dass ihr immer sofort überlastet seid. Und man muss Monty eben auch Schaufel tragen. Soll ich mal jetzt so anstellen. Der geht das Zunderkästchen, der geht Seil, weil der kriegt ja das immer noch nicht gebacken mit, mit dem mit deinem Stab Licht zu machen. Okay. Schön. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Dungeon. Wobei, wir könnten mal ganz kurz Nigger mache, bis ich schlafe, bis ich Bubu mache, um die verlorenen Hitpoints wieder aufzufüllen. So. Ja, schlafen, genau. Na, ich kann aufs Zimmer gehen. Ist ja geil. So kann ich denn jetzt habe ich jetzt irgendwie mehrfach bezahlt? Ach, keine Ahnung. Gut, viel Quatsch ist jetzt eh nicht, weil die waren ja eh nicht großartig verletzt. Okay, dann setze ich hier den Cut und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video. Bis gleich.